Herzlich willkommen, hier sind wir wieder und wieder mit dabei der Lorenz und die Ida. Und heute habe ich noch einen kleinen Gast mit dabei, nämlich die Ronja samt ihrem Raben. Und es geht wieder weiter mit unserer Geschichte, ihr wisst schon, die vom Rabenmädchen, die einen neuen Freund gefunden hat, nämlich einen Ochsen. Ja, und das letzte Mal haben wir schon ein bisschen mehr über die Freundschaft erfahren, aber der Papa will immer noch nicht genau hinschauen. Schau, Papa, Papa, schau, mein Freund und ich, das passt genau. Der Papa hätte doch sehen müssen, wie viel Spaß wir bei deinem Lied letztes Mal hatten. Genau, und außerdem, ob wir groß sind oder klein, lieb egal wird es sein, denn ein Freund findet immer eine Lösung, wie sein. Dann schauen wir doch mal, wie die Geschichte heute weitergeht. Und, was spielen wir heute zusammen? Wir hätten eine Idee. Mhm. Denn wir können ohne Worte ganz viel spielen und noch mehr. Das geht gut mit Hand und Füßen und mit Blicken schau gut her. Denn wir können ohne Worte ganz viel spielen und noch mehr. Das geht gut mit Hand und Füßen und mit Blicken schau gut her. Schau, Papa, Papa, schau, mein Freund und ich, das passt genau. Denn wir können ohne Worte ganz viel spielen und noch mehr. Das geht gut mit Hand und Füßen und mit Blicken schaut her. Ob wir groß sind oder klein, wie egal wird das sein. Freund findet immer eine Lösung, wie fein. Ich hab Hunger. Ich auch. Ihr beiden kommt ein bisschen her. Ich habe eine Idee. Und zwar, wenn der Ochse jetzt Hunger hat, dann kommt der bestimmt gleich und will Gras fressen. Und dann werden wir den ein bisschen necken. Okay? Und zwar machen wir das so, immer wenn er gerade so richtig in das Gras reinbeißen will und sich einen Grashalm da rausrupfen will, sind wir schneller und stibitzen ihm den Grashalm vor der Nase weg. So, zupf, zupf, genau, zupf, 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 zupf. Okay, so machen wir das. Na, mal schauen, wann er denn hier auf der grünen Wiese auftaucht. Der Ochse, der kommt bestimmt gleich. Die Sonne scheint, der Ochse freut sich auf seine grüne Wiese und sein grünes Gras mal. Aber mit wem hat er nicht gerechnet? Mit den Rabenmädchen. Zupf, zupf. Die zupfen ihm nämlich immer das Gras weg. Zupf, zupf. Und schon wieder. Zupf, zupf. Und er denkt sich, das gibt's doch nicht. Das ist komisch. Aber gleich passiert's wieder. Zupf, zupf. Zupf, zupf. Er ist einfach nicht schnell genug. Und sie sind schon wieder da. Zupf, zupf. Zupf, zupf. Jetzt passt er aber auf. Und die Rabenmädchen, oh, oh, wir machen nicht. Und kaum schaut er nicht mehr hin. Zupf, zupf. Geht's ihm wieder wie vorher. Und sie sind schon wieder da. Achtung. Zupf, zupf. Das will ich zu Hause auch noch mal machen. Da habe ich eine Idee für die Ronja. Da bastel ich uns Zupfbecher. Gras-Zupfbecher. Ich zeige euch jetzt, wie ihr so einen Zupfbecher basteln könnt. Ihr braucht Krepppapier Das schneidet ihr mit der Schere in solche Streifen. Ihr braucht einen Joghurtbecher, ein Gummi und ein Doppelklebeband. Als nächstes zieht ihr einfach das Gummiband über den Joghurtbecher. Ihr seht, ich habe es einfach mit Doppelklebeband rundum beklebt. Jetzt ziehe ich es ab. Der Gummi ist unten drunter, so ist er gleich fixiert. Und ab. Und ihr seht, ich habe jetzt einfach rundherum mit verschiedenfarbigen Grün einfach den ganzen Zupfbecher hier beklebt. Aufs Doppelklebeband. Und alles, was hier zu viel war, habe ich unten einfach abgeschnitten. Und ihr seht, jetzt habe ich einfach auf der Unterseite unter den Gummi verschiedene grüne Streifen übereinander gelegt und da unten durchgezogen. Und zwar so, dass es jetzt auf beiden Seiten ungefähr gleich lang ist. Und fertig. Hier sind sie nun, unsere Graszupfbecher. Und die Sonne geht auf. Der Ochse sitzt auf der Wiese und möchte in aller Ruhe sein Gras fressen. Doch er hat nicht mit den Rabenmädchen gerechnet. Die kommen schon wieder. Tupf, tupf. Und schon wieder. Tupf, tupf. Tupf, tupf. Und der Ochse denkt sich, das gibt's doch nicht. Verschwindet das Gras immerhin. Tupf, tupf. Da waren sie wieder. Ganz schnell und unbemerkt. Aber die Rabenmädchen sind noch viel schneller. Und zupf, zupf. Er wundert sich wieder und denkt, zupf, zupf. Gibt's ja nicht. Dauernd sind die dann zur Stelle. Aber jetzt hat er aufgepasst. Doch. Schon wieder waren sie da. Zupf, zupf. Und jetzt kommen sie noch einmal. Aber jetzt sitzt er erstmal da und verdaut und kaut. Kaut und mümmelt vor sich hin. Ein paar Grashalme hat er dann doch noch erwischt. Er kaut weiter. So langsam hat er alles runtergekaut und geht wieder zu seiner Wiese und frisst wieder. Zupf, zupf. Und die Rabenmädchen kommen wieder und machen zupf, zupf. Zupf, zupf. Und er denkt sich, jetzt passe ich aber richtig auf. Und die Mädchen denken sich, oh, oh. Aber jetzt zupf, zupf. Und schon sind sie wieder zur Stelle. Jetzt muss ich sie aber mal kriegen, oder? Zupf, zupf. Jetzt wird es doch aber endlich mal kapiert haben, der Rabenpapa, wie viel Spaß wir zusammen haben. Denn ob wir groß sind oder klein, liebe Gott, wird es sein. Denn ein Freund findet immer eine Lösung. Ja, und dann dürfen wir alle gespannt sein, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ade.